Endspurt auf dem Caravan-Salon und wir haben den Karl wieder vor der Linse. Stell dich doch noch mal ganz kurz vor. Ja, Karl Schlössl von La Marca. Wir vertreten auch zum Beispiel die Marke Jottiline für Süddeutschland und da sind wir ja jetzt mal zu Gast. Ja, so ist es. Wir sind auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf, wie schon gesagt, und wir haben hier ein neues Modell, ist das richtig? Ja, das ist ein neues Modell, diesmal ein sogenanntes Small-Modell. Wir sind hier bei einer Länge von nur 5,99 Meter. Komplett GFK-Bauweise und das Besondere ist, er ist nur 2,15 Meter breit, also eine echte Alternative mal zum Kastenwagen. Das ist doch auch eine italienische Marke, richtig? Und gerade in Italien, da gibt es ja viele enge Straßen und so weiter, da will man dann doch mal mit dem Wohnmobil auch durchkommen. Und ich glaube, das C steht dann auch für kompakt, ist das richtig? Das ist für kompakt, du hast das vollkommen richtig erkannt. Ist natürlich kompakt, gerade Italien, kleine Gässchen, auch irgendwo, wo du normal mit dem Pkw parken möchtest, kommst du da natürlich alternativ zum Kastenwagen rein. Ja. So war die Idee eigentlich, was wirklich Kompaktes zu machen, aber mit einem anderen Wohnkomfort wie im richtigen Wohnmobil. Okay, was macht denn die Marke Jottiline aus? Also wenn man jetzt mal so von den allgemeinen Konzepten irgendwie spricht oder auch generell von der Marke oder dem Design, was würdest du sagen? Da muss man natürlich sagen, Jottiline ist der Preisbrecher mit auf dem Markt. Mhm. Hohe Qualität, im Prinzip aus der Rapido-Gruppe, also sehr, sehr gutes verarbeitetes Produkt. Mhm. Und wenn wir jetzt einfach mal hingucken, das startet bereits bei rund roundabout 57.000 Euro, da kriegst du oft nicht mal einen Kastenwagen dafür. Ja. Also muss man ganz fairerweise natürlich sagen. Okay, also ein Einsteigermodell. Ist ein richtiges Einsteigermodell. Und mit sehr hoher Qualität. Rapido birgt dafür, kommt also aus einem Rapido-Konzern und ich denke, du solltest mal reingucken. Okay. Ich mache dich jetzt ein bisschen neugierig, weil du machst die Tür einfach nicht auf und du warst ja noch nicht mal drin. Stimmt. Gibt es denn außen noch irgendwas zu zeigen? Weil du hast natürlich hier komplett wieder GFK-Bauweise, holzfrei. Ja. Du hast hier eine wunderschöne große Garage. Du bringst also hier auch zwei E-Bikes rein. Hinten sogar die Anschlüsse für E-Bike. Dahinter versteckt sich überall Heizung und die Technik. Mhm. Auch schön verarbeitet. Du siehst hier mit Zurösen. Also und auch der Boden ist ziemlich robust, oder? Ja, also richtig tolles Material. Da kann man also wirklich was zeigen. Okay. Alles schön gummiert, schöne Silikonnähte überall am Fahrzeug, was ja heute wichtig ist. Es gibt ja oft da wirkliche Katastrophen schon, wenn man ein Neufahrzeug kriegt. Mhm. Wenn wir mal außen rum gucken, ich finde die Heckfront unheimlich interessant. Ja. Sieht eigentlich aus wie ein großer Liner von Weitem. Ja, das stimmt wirklich. Also hat wirklich diesen Liner-Charakter. Ja, ja. Ist das jetzt neu bei dem Modell? Es ist neu. Das ist also eigentlich sehr schön gemacht. Ich finde es wirklich optisch mal eine ansprechende Rückwand, weil die Rückwand siehst du halt meistens als erstes. Und auch viele Bauteile, wenn es mal irgendwo scheppert, man kennt es ja, man bleibt mal irgendwo hängen. Du siehst zum Beispiel diese Blinker, die gibt es überall, also auch beim Automobilzubehör. Also du musst nicht unbedingt etwas teurer irgendwo kaufen, du kannst dir also auch im Autozubehörhandel kaufen. Okay, also bei dem Modell, bei einem tollen Preis wirklich eigentlich alles mit drin, oder? Was Absolut. Man so zum Campen braucht. Absolut. Ja, Jeanne, es sind 3 Minuten rum, was möchtest du uns sagen? Abonniert German Television, das wollte ich euch sagen. Genau, das ist umsonst. Ihr unterstützt uns damit. Ihr dürft uns auch gerne konstruktive Kritik hinterlassen. Einen Daumen hoch, wie du so schön sagst, genau. Sag immer einen Daumen. Genau, einen Daumen hoch, like nach genau. Oben, like nach oben, genau. Absolut. Ja, und es ist umsonst, wie gesagt. Genau. Wenn ihr den Karl öfter sehen wollt, sagt das auch gerne. Der ist nämlich gerne bei uns dabei, oder? Du bist ja schon ein alter Hase in dem Wir Business. Sind schon ein alter ja, genau. Hase. Nein. Genau. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal von innen an, weil auf die andere Seite kommen wir jetzt in dem Fall nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr kompaktes Fahrzeug, sieht man schon von außen. Und das ist echt cool, weil man dann wirklich überall hinkommt. So, hier haben wir jetzt ziemlich viel Grau mit drin. Anthrazit, genau, das ist eigentlich ziemlich eine moderne Farbe, oder Anthrazit? Ich finde das eigentlich schön gemacht. Da ist eine Mischung zwischen Anthrazit, viel Erdfarben hier drin. Das siehst du also, auch die Kontrastgeschichten sind schön gemacht, auch die Ecken und Kanten, also was man ja oft nicht so unbedingt sieht bei bestimmten Wohnmobilen. Mhm. Es ist auch nicht scharfkantig. Ja. Das ist immer so der erste Test, was wir selber machen, wie sind die Kanten geschnitten. Ja. Auch hier alles schön verarbeitet. Ja, auf jeden Fall. Man hat eigentlich auch einen schönen breiten Gang hier. Da fehlen natürlich die Dinge, die wurden rausgemacht.
rausgemacht oder wieder geklaut? Die sind bei denen raus. Oh, okay. Wir kennen das Problem hier ja, schon. Ja, genau. Die Kollegen sind da immer pfiffiger wie manche andere Stände. Interessantes Waschbecken, gell? Ja. Ist toll gemacht, gell? Ja, das absolut. Ein alles aus einem. Ja. Ja. Das siehst du normal auch nur oberklassenmäßig. Mhm. Also man sieht da natürlich schon die Gene ein bisschen von Rapido drin, ja. Wo Oberklasse meets Lower Class. Mhm. Wobei Lower Class, muss man wirklich sagen, kann man jetzt vom, auch so nicht sagen, genau. Nein. Also vom Ausschauen her mit Sicherheit nicht Lower Class. Ja. Oh, guck mal, hier sogar, das ist auch pfiffig gemacht. Das habe ich auch noch nirgends gesehen. Man nutzt hier die Ecken wirklich aus, da kannst du was draufstellen. Oder Utensilien reinlegen, das finde ich ganz pfiffig. Ja, sehr schön. Hier haben wir Pushlock mit drin. Genau. Bei beide Seiten. Und da oben ist auch nochmal ausgefräst, dass es dann, dass man es sogar noch ein bisschen höher machen kann. Ne? Ja. Kannst du Technik reintun oder was auch immer. Ja. Okay. Richtiger Hang ist über die Wasserhang. Ja. Also wirklich nicht schlecht. Großes Haierbett sehe ich hinten. Ja. So, das wird, ich schätze mal 1,40. 1,40, denke ich, knapp auf 2 Meter. Ja. Fahrzeugbreite. Ja, da haben wir jetzt auch noch so eine Trittstufe dann vor dir, dass man da gut hochkommt. Genau, das muss ich einfach rausziehen, weißt du das? Ja. Genau, und dann ist das Einsteigen sehr bequem. So, und wenn ich das dann nicht mehr brauche, dann kann ich nämlich auch die Schränke hier neben dran öffnen. Da sehen wir ein Stück Kleiderstange. Genau. Ich sehe auch noch eine Steckdose. Ja. Okay. Und oben auch eben nochmal wahrscheinlich ein Kleiderschrank. Genau, mit Stange. Und dann auch über dem Bett nochmal Schränke. Das haben wir, hast du schon gezeigt, glaube ich. Genau. Zumindest noch nicht im Detail. Aber und auf der rechten Seite haben wir noch ein Fenster mit schönen Vorhängen. Macht das Ganze natürlich dann wohnlich. Ja. Nicht schön. So, und dann haben wir ein Schwenkbad hier drin, sodass wir ja nicht den ganzen Platz immer, also wenn wir die Dusche halt mal nicht benötigen, dann nehmen wir nicht den ganzen Platz weg vom Bad, sondern ist auch gleichzeitig vorm Waschbecken. So, ich habe hier genug Beinfreiheit auf der Toilette. Ich habe hier dann Ablagen für Toilettenpapier zum Beispiel. Dann habe ich hier, was lachst du? Der Kai, der ist gerade lustig hier auf der anderen Seite. Okay. Dann habe ich hier noch Staufächer. Ich will auch mitlachen, hallo? So, und jetzt zeige ich dir mal. Ich habe die Kamera eigentlich in der Hand, ich hätte ja mal draufhalten können. Ja. Besser nicht. Okay, ihr macht hier Witze ohne mich, ich bin enttäuscht. So, und jetzt, das ist mit Magnet festgemacht, ich muss einfach ziehen. Ist da nicht dieser kleine... Nicht, dass ich jetzt irgendwas abreiße. Da unten, neben dem Waschbecken, oder? Ja, das ist zum Ziehen, glaube ich, einfach. Oh je. Sollte eigentlich mit Ziehen gehen. Mit Ziehen? Vielleicht okay, das weigert sich jetzt gezeigt zu werden. Ja. Okay. Nee, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das irgendwo verriegelt ist. Aber ich sehe es nicht. Oder mit. Vielleicht müsste ich dagegen drücken. Nee, auch nicht. Okay. Okay, ein Schwenkbad. Vielleicht zeigen wir es dann. Wir also zeigen ja noch ein anderes. Nicht Schwenkbad. Ja, genau. Momentan nicht Schwenkbad. Also ihr kriegt ja dann ein ganz neues Fahrzeug. Das ist jetzt ein Ausstellermodell. Ja, nach fast 12 Tage Messe muss mal was leiden drunter. Also. Genau so ist es. Aber guck nicht mal, nur der Verstand. Du hast hier auch was ganz interessant ist. Du hast oben für die Wäsche den Bügel auch nochmal. Ja. Für Handtücher, nasse Klamotten, Bikinis. Wenn man die Dusche mal nicht benötigt halt. Ne? Yes. Ja, sehr schön. Gut. Die Sitzgruppe haben wir auch gezeigt. Das sind auch sehr robuste Sitze, oder? So wie das aussieht, dadurch, dass es so ein... Ich finde das richtig gemütlich, ja. Ja, und total weicher Stoff auch, tatsächlich. Also hier sieht so grob aus, aber es ist eigentlich total angenehm weich. Übrigens auch schon alles vorbereitet für den Fernsehanschluss. Siehst du da oben gleich. Du brauchst eigentlich nur anstecken, Smart-TV-Vorbereitungen drin. Ja. Also richtig gut gemacht. Viele Auslassösen für Heizung, die sind alle schwenkbar gemacht, also richtig viel verbaut, also für den Preis muss man wirklich sagen, alles mit drin, oder? Absolute Kastenwagenkonkurrenz. Ja, sehr schön, wir haben es gezeigt, wir wollen uns noch ein anderes Modell von Churchill Line anschauen, ne? Genau, vielen Dank fürs Einschalten. Danke.